Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Far Cry Nummer 6 und wir sind weiterhin nochmal unterwegs hier am Luftstützpunkt Olympia, haben mittlerweile schon den gesamten Flugplatz hier erkundet, die Landebahnen, die Hangars und so weiter und so fort, die Silos, wir waren ja noch schon beim Hafen in der letzten Folge, haben auch entdeckt, dass das da drüben gar keine Rennstrecke ist, wie ich gedacht habe, sondern ein FND-Panzer-Übungsplatz, also da sind die Panzer unterwegs und wir haben hier auch eine Mission, also das wird sehr lustig werden da drüben, denke ich mal. Aber bevor wir darüber gehen, würde ich ganz gerne erstmal hier weitermachen und zwar mit der nächsten Schatzsuche. Lange ist es her, seit wir die letzte Schatzsuche gestartet haben. Jetzt geht es wieder mal weiter mit einer neuen, mit der Geldreserve. Nämlich sollte hinter die Geheimnisse dieser militärischen Lageranlage kommen. Es gibt hier unten ein jaranisches Schmuggelgut, das ist irgendwo im Untergrund zu finden. Und wir haben auch gelernt in der letzten Folge, diese zwei Bunker, die wir hier finden können, sind beide verschlossen und die Türe ist angeblich kaputt. Es gibt irgendwelche wertvollen Fässer dahinter, die anscheinend niemand zu Gesicht bekommen soll. Ob die Tür wirklich kaputt ist oder vorsätzlich möglicherweise zerstört wurde, vielleicht finden wir ja das im Zuge der Schatzsuche hier auch raus. Gucken wir mal, da vorne müssen wir hin und dann können wir mal schauen, wo wir da lang müssen. Geldreserve an alle Mitarbeiter betrifft Zugang Bunker 2. Die Türen zum Bunker müssen immer verschlossen sein. Nur befugtes Personal mit ausreichender FND-Sicherheitsfreigabe erhält Zugang. Nur befugtes Führungspersonal darf dieses Lager betreten. Bei Zuwiderhandlung oder durch Militär, ob durch Militär oder Zivilisten folgen unverzügliche Disziplinarmaßnahmen. Marin T., der Sergeant. Klingt, als würde das Militär etwas Gutes in Bunker 2 verstecken. Ja, aber wir wissen leider nicht was. Die Güter werden irgendwo in Bunker 2 gelagert. Wenn ich den Strom unterbreche, könnte sich die Bunkertür öffnen. Wir haben ja hier, da ist Bunker 2, in der letzten Folge schon das hier gelesen. Wenn das Zeug in dem Bunker so wertvoll ist, dann sollte man meinen, dass sie auch sicherstellen, dass die Scheißtür funktioniert. Vielleicht soll die gar nicht funktionieren. Vielleicht ist da irgendwas so Wertvolles drin, dass die glauben, wenn das die FND-Soldaten entdecken könnten, hauen die vielleicht mit ihm ab und desertieren? Wissen wir gar nicht. Keinen Fall dürfen die Soldaten den Schaltkreis überbrücken. Ansonsten gibt es eine Anzeige wegen Beschädigung staatlichen Eigentums. Und Romero hat versucht, ein Kabel zum Schalter auf dem Dach zu verlegen, um es zu beheben. Sollen wir vielleicht nochmal nach oben schauen? Ich meine, das wird dann vermutlich dieses Kabel hier sein. Schauen wir nochmal nach oben. Nee, ich bin keiner. Ich bin ein wahrer Guerillakämpfer. So, das sollte dann das hier sein. Und wenn wir das ganze Ding vielleicht zerstören, glaubst du, dann funktioniert's? Sieht aber nicht so aus, als ob wir das zerstören könnten. Wenn ich den Strom unterbreche. Ah. Ah! Mist, da bleibt nicht viel Zeit. Ach so. Ich wollte gerade sagen, da können wir ja schon reingehen. Können wir doch nicht. Na super toll. Und das haben die aber nicht hinbekommen, oder wie? Da unten ist schon wieder ein Soldat. Das haben die nicht hinbekommen? Zwei Soldaten, dass sie da einmal auf den Knopf drücken und einer springt dann schnell rein? Mal gucken, wie lange das offen bleibt. Hm. 2 Sekunden. Und das war's dann. Und bis wir dort sind, ist das Ganze schon wieder leer. Scheißdreck. Leer zu, meine ich. Kommen wir vielleicht doch von oben rein? Kommt ein Heli auch noch, den habe ich gerade gebraucht. Weil wir haben hier leider... Ich hoffe, der kommt jetzt nicht zu mir. Wir haben hier leider keine Slackline, so wie die hier beispielsweise, die wir nutzen könnten. So eine Seilrutsche, aber die führt uns leider nur zu Bunker 1. Wie soll man denn da rein, bitteschön? Wenn ich den Strom unterbreche, könnte sich die Bunkertür öffnen. Flieg weg, blöder Idiot. Hm.
meine, das sind vielleicht 5 Sekunden, die die Bunkertür hier offen ist. Und ob wir da wirklich reinkommen, ich glaube fast nicht. Ja, immerhin das Benzin haben wir mitnehmen können. Da muss es doch noch irgendwie einen anderen Weg geben. Das gibt's ja gar nicht. Ich meine, für einen Koop-Modus ist das natürlich perfekt. Da kann oben einer stehen, das einschalten und ein anderer steht hier unten und geht mal in den Bunker hinein. Nur alleine ist das vielleicht ein bisschen tricky. Und wir können auch nicht einfach sagen, wir stellen da jetzt irgendwas rein. Huch. Nein. Weg. Warum muss der da jetzt gerade rumfliegen, der blöde Idiot? Gibt's hier nicht irgendwie noch einen zweiten Eingang oder sowas? Würd gerne mal was probieren. Das funktioniert nicht. Ich wollte nämlich mal probieren, ob wir da vielleicht irgendwas abschießen können, irgendwas freischießen können und dann später wieder rein können. Gut, wir könnten hier vorbei, schätze ich. Das sollte funktionieren. Also wieder ein super Schutz hier. Ich würde nämlich ganz gerne mal gucken, ob wir da vielleicht hier irgendwo noch einen zweiten Bunkerzugang finden können. Oh. Scheiße. Oh. Ganz vorsichtig. Oh. Oh! Ja, ich weiß. Ich dachte nicht, dass der so schnell ist und angreifen wird. Hm. Nur leider geht's hier anscheinend auch nicht rein. Warum denn nicht? Das wäre perfekt. Da würden wir perfekt reinkommen. Und den anderen Bunkerzugang wird es wahrscheinlich nicht geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da so viele Eingänge gibt. Nee, es gibt den Bunkerzugang und eben den von drinnen. Was natürlich... Ach, warte mal, da vielleicht noch was? Nee. Was natürlich sein könnte, dass wir dort einen Schlüssel finden und mit dem möglicherweise den Bunker öffnen können. Das wäre mal eine Idee. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dort in diese Bunkertür irgendwie reinkommen können. Die schließt sich erstens so schnell und zweitens ist dort eh alles vollgestellt. Dort können wir ja bestimmt nicht einfach so reinspazieren und sagen, so, da sind wir jetzt. Was natürlich sein kann, ist, dass es hier möglicherweise irgendwo einen Schlüssel gibt, den wir holen können. Ich würde ganz gerne mal das Ding nochmal öffnen und dann mal schauen mit der Kamera, ob wir vielleicht irgendwas entdecken können da drin. Sieht aber jetzt nicht so unbedingt danach aus, wenn ich ehrlich bin. Gibt's da oben vielleicht noch was? Aber da haben wir ja auch schon mal gesucht. Das hätten wir ja damals dann schon gefunden, wenn es da irgendwas geben würde. Hm. Wenn ich den Strom unterbreche, könnte sich die Bunkertür öffnen. Ja, so ist ja der Strom nicht unterbrochen, blöderweise. Lesen. Wir haben hier oben einen Zugang. Huch. Also sehr mysteriös finde ich das gerade. Wir kommen in den Bunker rein, das ist kein Problem. Also, das, was wir dort finden können, meine ich, mit dem Benzin, das haben wir ja schon rausgeholt. Das Problem ist halt nur... Wie soll man denn da rein, bitteschön? Wir kommen dort ja nirgendwo hin. Guck mal, hier gibt's genau gar nichts. Was macht ein Guapo jetzt auf einmal da?
Habe ich den schon wieder irgendwie angefordert? Ich glaube mit G. Weg. Dankeschön, mein Lieber, für die Unterstützung, aber ich brauche gerade keine. Da verzieht er sich gerade. Da steht auch nichts, oder? Befugtes Sicherheitspersonal. Klingt, als würde das Militär etwas Gutes in Bunker 2 verstecken. Ja, Und zwar wahrscheinlich ein bisschen was anderes als Benzin. Das Ganze ist ja Suchgebiet, aber warum kommen wir denn dort nicht rein? Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass es da noch einen dritten Eingang geben wird. Ich meine, wie viele kann man denn da machen? Zwei Eingänge, einer hier, einer da hinten und dann noch ein dritter irgendwo? Das ist ja fast ein bisschen übertrieben. Oje. Gucken wir mal hier auf den Aussichtsturm. Also hier ist auf jeden Fall weit und breit kein Eingang, das sieht man. Dann suchen wir nochmal da unten. Nicht mal mehr, als dass es nicht funktioniert, kann ja eh nicht sein. Aber einen zweiten Eingang an sich hätten wir ja schon mal gefunden. So wäre es ja gar nicht. Die Frage ist nur, wie öffnen wir den ganzen Schaß? Da geht es nämlich nicht rein. Es wäre eine Leiter zu finden, man sieht sie hier. Aber hier kommt man nicht rein. Das haut leider nicht hin. Und das hier ist kein Eingang. Na, sehr komisch. Sehr komisch, sehr komisch, sehr komisch, sehr komisch, sehr komisch. Hat der vielleicht irgendwie eine Schlüsselkarte? Wobei ich mir das auch nicht vorstellen kann, wenn ich ehrlich bin. Aber warum sollte genau hier eine Schlüsselkarte liegen? Haben wir das noch nicht entdeckt hier, diesen Punkt? Nee, da gibt's keine. Das Ding schließt sich sehr schnell, hat sie gesagt. Soll das vielleicht ein Tipp sein, dass wir uns beeilen müssen? Aber selbst, selbst wenn wir uns beeilen würden. Na komm, rauf da, rauf da, rauf da, rauf da und rauf da. Selbst wenn wir uns beeilen würden, wir kommen in das Ding ja nicht rein. Weil da steht das Benzin so arg in der Tür drin. Dass wir da ja eh keinen Platz haben. Und wir haben keinen zweiten Hebel oder sowas. Muss ich da mal googeln? Finden wir das sonst wirklich nicht raus? Ich glaube, ich muss da mal googeln. Ich glaube, ich werde da mal googeln. Vielleicht gibt es da mal einen Tipp. Oder Trick. Gucken wir mal. Irgendwie müssen wir ja da reinkommen. Das gibt's ja gar nicht. Far Cry 6. Schatzsuche. Geldreserve. Na, guck mal. So betrete ihr Bunker 2. Ja, das würde ich gerne wissen. Wie betrete ich Bunker 2? Gestartet Norden von Mogada. Sperrzone, genau. Handschriftliche Erinnerung neben dem Bunkereingang verrät, dass dessen Türen immer kaputt sind. Schaltet die Wache vor dem Bunker aus und liest eine Notiz. Zum Öffnen müsst ihr den Stromkreis unterbrechen. An der Seite des FND-Gebäudes findet ihr eine Leiter, die nach oben führt aufs Dach. Dort entdeckt ihr einen recht provisorisch wirkenden Stromschalter, drückt diesen, was die Bunkertür immer nur für wenige Sekunden öffnet und gleich wieder schließt. Zu kurz führt er nie, um selbst den durchzuschlüpfen. Die Lösung schießt durch das geöffnete Tor, was eine gewaltige Explosion verursacht und deren Einstieg über das Bunkerdach Dach ermöglicht. Ach so! Ist der Eingang. Na, wer soll denn das hier bitte schön rausfinden können? Wir müssen da reinballern. Also da hätte ich noch lange gebraucht, bis ich das rausfinde. Sorry. Bringen Sie Alteisen
Aber stimmt ja, Benzin wäre drin gewesen. Kann man darüber nachdenken, dass man das Ganze hier in die Luft jagt? Na gut, da hätten wir ja sowieso nie reinkommen kommen können. Guck mal, wie das hier aussieht. Nie im Leben. Selbst wenn die Türen offen wären, hier kommst du nie rein. Aber das gesamte Ding ist im Arsch. Dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin. Scheiße, tut mir jetzt ein bisschen leid, dass wir da so verzögert haben. Aber wir sind drin. Und hier gibt's noch nicht wirklich was Spannendes. Hier gibt's viele Kisten, 24 Stunden Videoüberwachung. Hallo, ich winke mal in die Kamera. Und, ja, ziemlich viel Zerstörung jetzt hier im Bunkereingang. Also so schnell kommt da keiner mehr rein. Wo führt die hin? Aber wir finden die spannenden Sachen wahrscheinlich erst hier unten. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und den zweiten Eingang, den haben wir ja schon entdeckt. Die konfiszierten Bücher haben wir hier. La Historia Minera de Valle de Oro, wobei das Bücher sind Novella de Anton, die es ja eigentlich noch in den normalen Bücherregalen von draußen auch gibt. Die haben wir ja hin und wieder schon mal gelesen, zumindest den Titel. Und ich glaube nicht, dass die eine Novella von Anton hier unten hinstellen zu den konfiszierten Büchern. Es sind ganz schön viele konfiszierte Bücher hier. Regale voll mit konfiszierten Büchern. Und einen Brief. Objektkatalog. Objekte, die unverzüglich versteigert werden müssen. Uralter Speer, einmal zerbrochen, aber mehrmals repariert. Messer chinesischen Ursprungs mit dem Abbild eines silbernen Drachen. Eine Urne mit einer unleserlichen Inschrift und zwei uralte versteckte Klingen können von einem Handschuh aus ein- oder ausgefahren werden. Und erinnert natürlich sehr stark an Assassin's Creed. Natürlich auch ein Ubisoft-Spiel, genauso wie vor ein paar Folgen, als wir Dezer kennengelernt haben. Watch Dogs, auch ein Ubisoft-Spiel. Also es gibt hier ein paar Hints anscheinend an die anderen Projekte von Ubisoft. Okay. Finde ich aber cool, muss ich zugeben. So. Aufzug funktioniert nicht und überall Bücher. Reihenweise Bücher. Immer wieder dieselben. Eine Karte von Yara. Kommen wir hier rein? Natürlich. Sieh mal an. Sie verstecken unsere wahre Geschichte. Und nicht nur Bücher, sondern auch Skulpturen. All das, was von früher hier übrig geblieben ist. All das von früheren Jahren. Guck mal, Gemälde haben wir hier, Ordner haben wir hier, vielleicht irgendwelche wichtigen Dokumente, Skulpturen haben wir hier, Töpfe haben wir hier, alte Karten haben wir hier. Und natürlich auch hier weiterhin Bücher, Bücher, Bücher und Bücher. Und ein cooles Objekt, vielleicht auch wegen dem Spiel, weiß ich gar nicht. Nachricht von einem opportunistischen Rekruten an Kapitän A. Gordon. Das hier wurde von einem Schmugglerschiff aus Miami konfisziert, das illegales Spielzeug nach Yara bringen sollte. Von einem Videospiel namens Starlink Battle for Atlas. Mein Sohn hat mal eine Fernsehwerbung dafür auf dem Handy von einem Freund gesehen und dann mehrere Monate lang über nichts anderes mehr geredet. Er war wie besessen von diesem Weltraumpiloten, von einer gewissen Starlink Initiative und tat immer so, als würde er herumfliegen und die Galaxie vor einem Monster namens Judge retten. Jedenfalls ist so etwas ja ziemlich selten und wertvoll und ich hatte überlegt, ob wir es nicht als Geschenk für den Sohn von El Presidente aufheben sollten. Er mag doch solche Modelle, oder? Soldado da Silva. Könnte natürlich auch irgendein Ubisoft-Spiel sein, kenne ich gar nicht, muss ich zugeben. Könnte aber der Fall sein. So. Was haben wir da? Nur Kartonagen, okay, und natürlich auch wieder Bücher, eh klar. Mein geheimer Bunker von Herrn Senor José Castillo. Nettes Büro. Ja, da könnten wir ja ein Bild von uns aufhängen. Und eine schöne Bar. Guck mal, was haben wir denn da Schönes? Tequila haben wir da. Ein bisschen Wein haben wir da. Ein bisschen was Umgedrehtes, das wir dann nicht lesen können. Arbol Blanco, nochmal Tequila. Also saufen kannst du da ohne Ende. Ganz, 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 ganz viel zum Saufen gibt's hier. Hallo, hallo, hallo. So, Nachricht auf Regierungsbriefpapier. Sieht aus wie jedes andere Papier. Ich weiß, dass ich da nicht reingehen sollte. Zutritt nur für Castillos. Aber was bringt uns eine hochgradig sichere Habitación Secreta, wenn wir nicht unsere wertvollen Besitztümer dort verwahren?
Das ist eine Verschwendung von Ressourcen und solange ich in dieser Station das Sagen habe, werde ich den Raum nach eigenem Ermessen verwenden. PS, wenn ich dann nicht reingehen soll, dann setz mich nicht in einem Schreibtisch mit einem leuchtenden roten Knopf zu meinen Füßen. Den werde ich nämlich drücken. Das würde jeder tun, sagte Marin. Briefpapier von Regierung sieht aus wie so ein Schulzettel. Und auch hier genau dieselben Bücher, die wir draußen haben, komischerweise aber hier nicht konfisziert. Un Soniello de Paraíso von Antonio Castillo, Historia Armeria, Der Vane de Oro, all die Bücher, die wir draußen haben, er darf sie natürlich lesen, die normalen Leute aber nicht. So, und ich glaube, das kennen wir eh schon von Viviro. Ja, ja. Oh! Scheiße. So, was will ich auch. Ach, das ist der Punkt. Ich dachte, wir müssen den Ding hier erstmal zerstören, den Monitor. Was haben wir da Schönes? Was ist das da? Ist das irgendeine Medizin? Ich weiß gar nicht. Das da unten könnten Zigarren sein, das kann ich mir vorstellen. Aber das hier, dieses Bläuliche, weiß ich nicht, was das sein soll. Hm. Und da haben wir ein schönes Bildchen von ihm. Ja, daher hängt jetzt vielleicht noch an seinem Grabstein. So, was haben wir da? Schön ist ein bisschen was zum Essen. Und da sind wieder dieselben Dinge. Ich weiß gar nicht, was das ist. Sind das vielleicht auch Zigarren? Hm. Sogar ein Bett da unten. Also der hat quasi einen kompletten Militärbunker, einen Geheimbunker da unten. Nur für sich mit einer Schlüsselkarte, die, naja, anscheinend auch andere haben. Weil die lag ja da hinten in dem Dings drin. In dem zugesperrten Raum. Ich wette, hinter dem Schreibtisch ist ein Knopf. Den haben wir ja schon gedrückt. Der hat hier ein komplettes Gebiet, ein komplettes Wohngebäude, kann man ja sagen. Nur für seinen eigenen Schutz unter der Erde. Das heißt, wenn oben Bomben fallen sollen, bekommt der von hier unten gar nichts mit. Und da haben wir die Kiste, die wir holen wollen, vom japanischen Schmuggelgut. Jetzt gehört es mir. Und damit wäre die Schatzsuche auch abgeschlossen. 150 Punkte haben wir dafür bekommen und eine schöne Spezialwaffe, nämlich die Sobek als Scharfschützengewehr. Okay, und ich denke mal, hier würden wir dann wieder rauskommen. Ah, das war ja leichter als gedacht. Tja! Und wer ist der Kerl? Keine Ahnung. Der liebe José Castillo hat hier ein komplettes Büro, saufen kann er genug. Oh, Yusuf-Herausforderung, guck mal. Saufen kann er genug, der kann sich hier ausruhen, der hat hier ein eigenes Bettchen, hier hat er eine Funkanlage, kann hier alles abhören und so weiter und so fort. Lesen, trinken, essen, schlafen, alles kann er machen, nur damit er geschützt ist. Und jetzt ist er gar nicht mehr unter uns. Ein neuer zerknüllter Zettel. Mich treibt die Angst an. Ich will nicht jedes Mal recht haben, aber jedes Mal, wenn ich nicht recht habe, fühle ich mich wie ein Feigling. Das Einzige, was mich noch erdet, ist das Wissen, dass ich mein Erbe beschützen muss. Ich muss meinen Sohn beschützen. Wenn dieser Raum ihn retten kann, unseren Stammbaum retten kann, dann war das all die Momente der Feigheit wert. Gezeichnet von Gabriel Castillo vom 7. August 1967. Und anscheinend war auch der Vorgänger von Anton Castillo, Gabriel Castillo, der war ja der Vorgänger vor unseren Leuten dann. Dann kam die Revolution von 67, dann kam jemand von Libertad, von den Rebellen als Oberhaupt. Der hat das Land aber ein bisschen in einen Abgrund gestürzt. Und dann kam eben wieder Castillo an die Reihe. Und dieser Zettel liegt seit 1967 hier unten vom Vorherrscher von den Castillo. Von der Familie Castillo. Da war also Gabriel, dann kam jemand von Libertad und dann kam Anton. Also schon lange, 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 seit dieser Zettel hier unten liegt und so zerknüllt, sieht er gar nicht aus. So, ich würde sagen, wir gehen mal wieder nach draußen. Oder wir finden hier noch was. Nee, da geht's eh nicht mehr weiter. Können wir das Ding überhaupt öffnen? Ah. Können wir. Und da sind wir, Freunde. Der zweite Eingang, den wir vorher entdeckt haben. Das Krokodil ist mittlerweile schon wieder despawned. Aber wir haben alles erledigt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir haben die Schatzsuche erledigt. Wir waren im Untergrund, haben das Schmuggelgut mitgenommen. Und das wäre es jetzt mal gewesen von diesem ganzen Gebiet. Da ist das Lagerzentrum. Wir haben den Luftwaffenstützpunkt mitgenommen, das Lagerzentrum mitgenommen. Und ich würde mal sagen, sollen wir uns jetzt mal die Espinosa-Universität direkt mal zu Gemüte führen, wenn wir schon mal da sind? Könnten wir theoretisch machen. Oder wir gehen mal da nach unten und holen uns mal diese Dinger. Würde ich sagen, ist auch ein guter Plan. Das alles gehört ja sowieso noch zum Gebiet dazu. Da ist Nogal.
Dann würde ich sagen, wir holen uns mal das FND-Depot, wir holen uns mal die Libertad-Kiste, hier drüben auch nochmal, vielleicht auch das FND-Depot da hinten. Und werden dann in der nächsten Folge entweder mal den Panzerübungsplatz hier unsicher machen mit der nächsten Mission, die wir haben, der Beifahrer nämlich. Oder wir gehen nach unten und holen uns die zweite Panzerdivision oder da oben die Espinosa-Universität. Also wir können uns da eigentlich in alle Richtungen noch weiterziehen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter mit ein bisschen Kisten sammeln. Weil da gibt es nämlich noch so viele hier in der Umgebung. Sei es Libertad, sei es iranisches Schmuggelgut. Oh. Sei es irgendwas von den FND-Leuten. Waren wir hier eigentlich schon? Hier gibt es eh nichts zu finden. Na gut. Na gut, na gut, na gut, na gut, na gut. Aguas Lindas. Guck mal, da haben wir nochmal ein schönes. Einen schönen. Wie nennt man das denn? Kann man dazu auch Skulptur sagen? Ein Willkommenszeichen. Aguas Lindas ist der Luftwaffenstützpunkt. Oh, Kontrollpunkt Esperanza West. Na nü, da gibt's auch einen. Warum kennen wir den nicht? Wir kennen Kontrollpunkte von hier drüben. Den hier beispielsweise, Cap Mirador. Den kennen wir. Und den hier nicht. Kontrollpunkt Esperanza West. Na nü. Ja, verfolgen wir das gleich mal. Achso, ja, eh, verfolgen. Passt schon. Warum kennen wir denn nicht? Warum wissen die von Kontrollpunkten Bescheid, die sich am anderen Ende von Yara befinden, aber nicht über den hier? Na gut, dass wir hier waren. Na dann gucken wir gleich mal, wenn wir schon mal da sind. Eh klar. So, unbefugtes Betreten. Jo, jo, es passiert halt mal. So, da draußen stehen ein paar. Mist. Kontrollpunkt. Mei. Du nicht so erstaunt. So, das sind aber ein paar von denen. Da drüben rennt auch noch einer spazieren. Also der ist diesmal gut bewacht, dieser Kontrollpunkt hier. Da wäre der Alarm. So. Alle Alarme deaktiviert, so schnell kann es gehen. So, einer wird es, glaube ich, noch sein. Da kommen wir natürlich noch nicht rein, eh klar. Puesto de Control. Hallo. Ja, da hast du recht. Bist du vielleicht auch hier? Ah, jetzt wissen sie Bescheid. Jemand hat den Alarm zerstört. Okay. Gut, wir kommen natürlich von der Seite auch nicht rein, weil wir keinen Schlüssel haben. Eh klar. Oh. Sergeant Arias. Vier Soldaten, die keine Hilfe rufen können. Und zwei davon, die wir jetzt gleich mal holen werden. Schön. Ui. Die Verstärkung kommt zufälligerweise genau zum richtigen Zeitpunkt. Und die werden bestimmt anhalten, wenn die Leichen sehen, das ist mal klar. Die Frage ist, werden sie auch aussteigen? Spezialeinheiten. Ja, das war eigentlich mein Plan. Ich wollte zwar den Soldaten ausschalten, aber so geht's natürlich auch. So geht's natürlich auch. Ja, der bleibt auch stehen. Okay, die gehen aber woanders hin. Na gut, dann gucken wir mal auf der Seite. Benzin haben wir ja eigentlich genügend gesammelt. Da können wir ruhig mal auf ein paar solche Fässer schießen. Und das wäre dann auch schon der letzte gewesen. So schnell kann es gehen.
Und wieder mal ein Kontrollpunkt in unserer Hand. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und wir stehen vor den Toren von Esperanza. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und da sind auch schon unsere Leute. So, nochmal 250 Punkte oben drauf und ein neuer Rangaufstieg. Wir sind auf Rang 10 mittlerweile, liebe Freunde. Neue Waffen gibt's, sehr gut. Und wir sind ein Colonel. Schlüssel vom Kontrollpunkt. Ich würde gern wissen, wo der ist. Wir haben ihn natürlich, aber liegt ja... Ah, hier liegt der, guck mal. Normaler eh immer einer rum, da wäre er gewesen. Du hast das alles gesehen und nichts unternommen? Was? Traut er sich nicht mehr. So, Medizin. Wo kommt das alles her? Drei Benzin und so weiter. Das war alles da drin, oder wie? So, die Dame hat da sicher nicht irgendwas für uns. Irgendwas Spannendes. Da hinten. Natürlich, weil es jetzt nicht mehr funktioniert, so einfach durchzukommen. Ui, Panzer kommt. Achtung. Na? Achtung, 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 Achtung. Schnell mal sprechen, bevor es zu spät ist. Im Fort Esperanza wird einer der Guerillakämpfer von Castillos Männern als Geisel gehalten. Kannst du helfen? Danke, danke. Danke, danke. Natürlich kann ich helfen. Fort Esperanza, militärisches Ziel. Das ist wo? Werden wir gleich rausfinden. Da. Direkt vor uns eigentlich. Cool. Der Panzer macht mir ein bisschen Sorgen da hinten, muss ich zugeben. Der kommt aber eh nicht vorbei zum Glück, weil der andere eine Panne hat. Weil ja eben... Die nicht mehr durchkommen... Oh, der schiebt den einfach weg. Weil die ja nicht mehr durchkommen, wenn das einmal uns gehört. Aber jetzt wird's lustig werden, weil jetzt kommt der durch. Der drängt den einfach auf die Seite. Ich fliehe mal, ich ziehe mich mal zurück, weil jetzt kommt's zum Kampf. Und zwar ordentlich. Nochmal eine Herausforderung abgeschlossen. Da guck mal einer an. Das geht ja Stück für Stück hier. Verstanden. Stück für Stück, Schlag auf Schlag. So, die Frage ist, kann dem auch irgendwer was entgegensetzen? Schaden machen unsere Raketen natürlich nicht, aber das ist klar, das ist ein gepanzertes Fahrzeug und wir kommen hier mit Feuerwerk. Aber jetzt haben wir es gleich. Hallo, 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 hallo. La Viga, sehr schön. Ich komme. Ich bin da. So. Willkommen zurück bei den Liebenden. Und da wir schon mal Punkte haben, die holen wir uns natürlich. So, lala, und den Fahrzeugschrott, den lasse ich da auch nicht rumliegen. So, so sieht's mal aus. Der gesamte Panzer durch Feuerwerkskörper erledigt. Na, das ist ja mal schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Na gut, Freunde, ich hab's nicht übersehen. Da drin gibt's noch einen Brief, den wir lesen können. Und das machen wir gleich mal. Beschlagnahmungsliste eines Stabs-Sargento. Beschlagnahmtes Schmuggelgut vom 23. Mai 2021. Libertad-Propaganda, eine AK-47 mit vollem Magazin. Könnte ja unsere sein. War ja unsere Waffe bisher, bis wir auf die AS-Valve umgeswitcht haben, die wir jetzt haben. Ein Beutel importierter Nüsse. Selbstgebastelter Sprengsatz. Ein Beutel importierter Nüsse. Zweiter anscheinend. Nochmal einen selbstgebastelten Flammenwerfer. Zwei Beutel importierter Nüsse. Drei Raketenwerfer und ein gestohlener Panzer. Das läuft aus dem
Bruder. Offensichtlich gibt es einen hochorganisierten Nussschmuggelring direkt unter unserer Nase. Und die beschlagnahmen diese Nüsse wahrscheinlich auch nur, weil sie so gut schmecken. Hab euch schon durchfreut, durchschaut, meine Freunde. So, lala. Naja, für das, dass ich nicht gewusst habe, dass es hier einen Kontrollpunkt gibt, haben wir den aber doch relativ schnell einnehmen können. Und dieser Kontrollpunkt ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, denn wenn wir jetzt hier eine Schnellreise hinstarten können, und das können wir ja, haben wir quasi bahnfrei für die Espinosa-Universität, für Fort Esperanza und für die 2. Panzerdivision der FND. Wir können das alles ganz easy cheesy erreichen und würden das in der nächsten oder übernächsten Folge, je nachdem, dann sicherlich auch so machen. Wir haben da hinten noch eine Schatzsuche, wir haben hier noch die Mission, den Beifahrer, aber wir nähern uns dann bald schon dem Zeitpunkt, wo wir sagen können, Madrugada, die erste Region, die gehört mal komplett uns. Bin ich sehr gespannt, ob das schon in der nächsten Folge der Fall sein wird. Wir werden es rausfinden. Oder wahrscheinlich in der übernächsten wohl eher. Schauen wir mal. Auf jeden Fall geht's weiter in der nächsten Folge hier in Let's Play Far Cry Nummer 6. Wir holen uns dann, würde ich sagen, entweder da oben mal die Espinosa-Universität oder wir machen hier die Beifahrergeschichte mit Yami Suarez, die iranische Geschichte. Mal schauen. Wir müssen natürlich auch nochmal ganz kurz zu den Inseln da oben. Hier zur Küste müssen wir auch nochmal ganz kurz hin. Und da haben wir noch den ein oder anderen Fleck bei unserer Küstentour damals vergessen. Den müssen wir noch mitnehmen. Dann eben die Espinosa-Universität, dann da unten die 2. Panzerdivision, hier noch ein bisschen was zu tun, dann haben wir noch hier die 2 Missionen, die wir erledigen müssen, ein großer Sprung für die Guerilla und noch ein Anwesen mit Meerblick, die 2 militärischen Ziele, das waren ja eben die Missionen, wo wir dann eben in einer bestimmten Zeit zu einer Luftlieferung müssen, die dort einsammeln müssen, nur nachdem wir dann schon ganz Madrugada hoffentlich dann bald in den nächsten Folgen kennengelernt haben, dann können wir die Mission definitiv auch mal starten, wir haben noch 3 Rennen, die wir fahren müssen, also wir haben noch ein bisschen was zu tun, aber wir sind schon auf der Zielgeraden. Ich glaube, so kann man das sagen. Danke dir auf jeden Fall fürs Zusehen von dieser Runde hier bei Let's Play Far Cry Nummer 6 und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!